eine meiner absoluten Traumdestinationen. Schuhe, Taschen, Seidenschals? Du bist das wandelnde Vorurteil. Gelebte Erfahrungen laufen nicht unter Vorurteil. Danke, Captain. Ich muss runter zur Ladeluke. Ich treffe dort eine Kunstexpertin, die einige ziemlich wertvolle Gemälde an Bord bringt. Und ich muss auch schnellstens zur Gangway, ehe ich es vergesse. Herzliche Grüße von Oskar Schifferle. Es tut ihm wirklich wahnsinnig leid, dass er ausgerechnet jetzt seinen Jahresurlaub nehmen musste. Also mit anderen Worten, ihr lasst mich mal wieder allein zum Ablegemanöver? Nein, das würden wir niemals machen, oder? Marokko, einer meiner absoluten Traumdestinationen. Schuhe, Taschen, Seidenschals? Nein, einsame Wüsten, grüne Ebenen und romantische Strände und die orientalische Architektur von Marrakesch mit den schönen Souks. Ach so. Herzlich willkommen. Entschuldigung. Schön, dass Sie wieder da sind. Entschuldigung. Dankeschön. Herzlich willkommen. Mit den Absätzen die Treppe runter. Alle Achtung. Ein entspannter Mann. Dankeschön. Christian, danke vielmals. Ich löse jetzt. Ja. Guten Tag. Hallo. Holen Sie ruhig erstmal tief Luft. Danke. Herzlich willkommen. Wie darf ich Sie denn anreden, Königliche Hoheit? Der Titel steht ausschließlich meinem Vater zu und er ist streng genommen auch kein König, sondern ein Stammesfürst. Verstehe. Wenn überhaupt wäre Prinzessin korrekt, aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn ich bis Marokko die einfache Studentin Lilani bin, die ich die letzten 3 Jahre in Berlin war. Gerne. Ich hoffe doch sehr, dass wir an Bord ein paar schöne Tage verbringen. Danke, das hoffe ich auch. Bitte. Keine Fotos, bitte. Zu spät, Prinzessin. Aber keine Sorge, du kannst dein Bild nachher an der Wand im Photoshop bewundern. Clara Philipp, Martin Grimm, wir haben telefoniert. Hallo, es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Darf ich? Das ist mein besonderer Liebling. Den bringe ich persönlich zu Bett. Oh. Schlaf lieb und gute Nacht, Kuss. Hier ist unser Klimaraum. Ich müsste noch die Bilder kontrollieren. Ich habe schon etliche Ausstellungen als Kunstexpertin begleitet und organisiert, aber für einen einzelnen Sammler dieses Kalibers zu arbeiten, ist auch für mich etwas ganz Neues. Das hier ist der Kahn von François de la Forêt. Kennen Sie? Er war ein Zeitgenosse von Renoir und Monet. Also nicht ganz so berühmt, aber durchaus von Bedeutung. Laut unserer Hoteldirektion hat uns das einige Buchungen extra beschert. Im Ernst? Ja, klar. Wo kann man schon mal außerhalb eines Museums echte Impressionisten bewundern und dazu noch von einer Expertin erklärt bekommen? Ich freue mich so sehr, die Bilder an Bord vorzustellen. Vor allem den kleinen Marot. Das ist Ihre Kabinenkarte. Eine schöne Reise wünsche ich Ihnen, Frau Hager. Vielen Dank. Rosi? Sind Sie nicht Rosi von Rosi und Rolf? Ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal öffentlich erkannt wurde. Heiner Liebhold. Roswitha Hager. Ich bin die Hoteldirektorin und ich habe berufsbedingt ein sehr gutes Gedächtnis für Gesichter. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Danke. Mein Tag ist gerettet. Darf ich Sie auf Ihre Kabine bringen? Sehr gerne. Bitte schön. Sagen Sie, wie hieß Ihr größter Hit? Herz im Wind. Ah, ja. Goldene Schallplatte, 1976. Ja, und danach war ich schwanger. Das war's dann. Was? Rosi und Rolf sind Eltern geworden? Das weiß ich ja gar nicht. Nein, nicht Rosi und Rolf, sondern Rosi und Dirk. Dirk war unser Manager. Ja, und ist heute mein Ex. Und darf ich fragen, was aus Rolf geworden ist? Deshalb bin ich an Bord. Fantastisch. Dieser Groove, dieser Artschlag, das ist ja wie Sahne auf Erdbeeren. Sahne auf Erdbeeren.
Sei froh, dass du Arzt geworden bist und jetzt Songtexter. Roll, Menschenskin. Sind wir alt geworden, ne? Du vielleicht, aber ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass du an Bord bist. Ich hoffe, du hast deine Ukulele dabei, oder? Leider nicht, die wird gerade liebevoll restauriert. Aber ich habe uns einen wundervollen Tropfen kaltgestellt. Na gut, es ist zwar kein vollständiger Ersatz für eine schöne Session, aber das ist jetzt gar nichts. Wow, alles gut? Ja. Hast du wehgetan? Nee, alles gut. Danke. Gerne. Lennart, ich bin der neue Fitnesstrainer. Ken. Bordfotograf. Freut mich. Alles Tänzerinnen, die meisten aus Russland. Sind gerade erst an Bord gekommen. Echte Sahneschnitten. Nur die hier? Keine Chance. Den Schokoriegel habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben. Schokoriegel? Sag mal, geht's noch? Hört doch keiner. Doch, ich. Und ich verstehe bei Rassismus keinen Spaß. Nur weil ich jetzt einmal Schokoriegel gesagt habe? Frag sich, wo man die Grenze zieht. Man sieht sich. Wahrscheinlich auch noch Veganer. Rosi! Wer ist Rosi? Rosi und Rolf, sie war Rosi. Und du warst Rolf. Beziehungsweise, das bist du ja immer noch. Na, eben nicht. Auf jeden Fall nicht der Rolf von der Rosi. Die haben mich angerufen vor ein paar Wochen. Und haben mich gefragt, ob ich mit ihr nochmal auftreten würde in so einer Schlagerrevue der 70er, verstehst? Mit unserem Hit. Herz im Wind. Sagt mir nichts. Was? Man, das kennt doch jeder. Wir waren damit sogar in der Hitparade von Dieter Thomas Heck. Rolf, du weißt, ich bin nicht so der Schlagertyp. Ja, das bin ich normalerweise auch nicht, verstehst du? Aber ich meine, ich habe einige Zeit gebraucht, um drüber wegzukommen. Und was ist jetzt aus dieser Rose geworden? Ja, die hat unseren Manager geheiratet und mit denen drei Kinder. Ja, wo ist denn das Problem? Sag ihr einfach, du willst ja nicht auftreten und fertig. Du kennst Rose nicht. Das wird schon. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir nehmen Kurs auf Marokko. Freuen Sie sich auf einsame Wüsten und die orientalische Architektur von Marrakesch mit seinen Souks. Schuhe, Taschen, Seidenschals. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine tolle Zeit an Bord. Lassen Sie sich von allem verwöhnen, was Küche und Keller zu bieten haben. Und lassen Sie vor allem die Seele baumeln. Also dieser Teil mit den einsamen Wüsten, der war eindeutig von mir. Und ich bin verantwortlich für Schuhe, Taschen, Seidenschals. Okay, also das nächste Ablegemanöver mache ich dann gern allein. Okay.
Also wenn Sie mich fragen, würde ich nach Ihrem letzten Erlebnis an Land doch lieber an Bord bleiben. Warum? Australien? Singen mit Delfinen? Ja, Augenblick, das ist jetzt nicht fair. War das während meines Heimaturlaubs? Also, ich habe an einem Kurs teilgenommen. Der hieß Singen mit Delfinen. War toll. Am nächsten Tag wollte ich dann mal versuchen, ob ich das auch allein hinbekomme. Ich also rein ins Wasser. Und während ich aus vollem Halse singe, kommen diese niedlichen Tierchen immer näher und näher. Und plötzlich wird mir schlagartig klar, das sind keine Delfine. Sondern Haie. Mhm. Und was haben Sie dann gemacht? Weitergesungen. Und dann bin ich ganz langsam rückwärts gegangen, bis mir das Wasser nur noch bis zu den Knien ging. Und dann bin ich gerannt. Überredet! Ich komme mit an Land. Das ist gut. Ja, super. Vielen Dank. Darf ich Sie auf ein Gläschen einladen? Ich muss eigentlich noch arbeiten. Das ist das Schöne an dem Wörtchen eigentlich. Es eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Sind Sie Germanist? Ganz falsch. Zwei Gläser Champagner, bitte. Sehr gern. Also, was kommt hier dran? Impressionisten, wenn es Ihnen was sagt. Ich stelle die Bilder im Rahmen eines Vortrags vor. Clara Philipp. Da lag ich ja gar nicht so falsch. Pitt Mansholt, Investmentbanker. Mit Kunst habe ich leider nichts am Hut. Nicht mal als eine Investition? Mich interessiert nur Gold. Vorzugsweise Betongold. Also Immobilien. Auf unsere Schnittmenge. Und die wäre? Sehr viel Geld. Daher wollen Sie wissen, dass die Bilder viel wert sind. Degas, Monet, Manet laufen nicht gerade unter Kaufhauskunst. Dafür, dass Sie mit Kunst nichts am Hut haben, kommen Ihnen die Namen der berühmtesten Impressionisten flockig über die Zunge. Hi. Hi. Ich kenne dich. Uni Berlin Kommunikationswissenschaften? München. Sport und Politik. Dann wohl eher nicht. Lilani. Lennart. Wie kann ich dir helfen? Du könntest dafür sorgen, dass ich bis Marokko nicht durchdrehe und mit mir trainieren. Und wann willst du damit anfangen? Wie war's mit gestern? Kennst du den Sonnengruß? Bringt den ganzen Körper in Bewegung. Aktiviert, wärmt auf. Bei uns zu Hause machen wir das nicht. Und wo ist bei uns zu Hause? Ich bin Afrikanerin. Afrika ist groß. Deswegen wird dir die Provinz in Mittelafrika, aus der ich komme, auch nichts sagen. Ich weiß jetzt, woher ich dich kenne. Ken hat mir dein Foto gezeigt. Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht fotografiert werden will. Und an dieser Fotowand möchte ich schon gar nicht hängen. Wobei dein Bild die ganze Sammlung aufwertet. Hier sehen Sie die beiden Schwestern von Edouard Marot, eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Es stammt aus dem Jahr 1890 und gilt als eine Hommage an Marots großes Vorbild Auguste Renoir. Wie bei allen Impressionisten spielt das Licht eine große Rolle. Hier sehen Sie, wie es die Wange der älteren Schwestern zu streicheln scheint, während der große Sonnenhut die Sonne schützend aus den Augen der kleineren hält. Für mich spielt der Wert eines Bildes die größte Rolle. Können Sie uns dazu was sagen?
Für mich liegt der größte Wert dieses Bildes in seiner Leuchtkraft, in seinem Strahlen. Und als letztes Bild und als Überleitung zu Ihrem nächsten Reiseziel Marokko möchte ich Ihnen den Sturm in der libyschen Wüste vorstellen. Ein Spätwerk von Edouard Marot aus dem Jahre 1914. Hier fasziniert mich die Klarheit der Farben. Wir sehen die Sonne nicht, aber spüren sie in der Kraft des Blauens. Kommen Sie näher, schauen Sie sich an und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Was fängt man mit Kommunikationswissenschaften an? Da gibt es etliche Möglichkeiten. Afrikaner sind große Marketingstrategen. Du willst in Afrika arbeiten? Afrika ist meine Heimat. Aber du wirkst irgendwie so deutsch. Und wenn du hier auf dem Schiff fertig bist, was machst du dann? Ich würde gerne in die Entwicklungshilfe, vielleicht sogar nach Afrika, als Sportlehrer. Als Sportlehrer? Mhm. Nicht nur reiche Kids haben dann Recht auf Bewegung. Touché. Können Sie denn überhaupt noch ruhig schlafen? Sie tragen doch die Verantwortung für diese Meisterwerke. Am Anfang habe ich kein Auge zugetan, aber man gewöhnt sich dran, was nicht heißt, dass man unvorsichtig wird. Hier entlang. Schön vorsichtig. Die Treppen sind steil. Ich werde Sie vermissen. Also die Bilder. Ich werde auf Sie aufpassen. Finden Sie meine Jacke? Toll, umwerfend. Die habe ich bei meinem letzten Auftritt getragen. Die Frage ist nur, ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Wo bleibt er denn nur? Rosi und Rolf. Zwei leuchtende Sterne vom Schlagerhimmel meiner Jugend. Jetzt kenne ich Rolf schon über 20 Jahre, aber den Teil seiner Vita, den hat er mir verschwiegen. Ja, deshalb wusste ich auch nicht, dass unser Rolf der Rolf von Rosi und Rolf ist. Meinen Sie, schämt er sich dafür? Es gibt Schlimmeres als eine goldene Schallplatte, oder? Stimmt. Das. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch an uns erinnern. Hör auf damit. Rosi und Rolf. Herz im Wind. Ob Sie es glauben oder nicht, das waren wir. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einem diplomatischeren Ansatz. Ja, das Problem ist nur, dass Diplomatie noch nie meine besondere Stärke war. Und die Zeit läuft. Nächste Woche muss der Vertrag unterschrieben werden. Merci beaucoup pour le menu délicieux. Merci beaucoup, mademoiselle. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey. Hey. Wollen wir spazieren gehen? Gern.
Sag mal, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Englisch, Französisch, Spanisch, ein bisschen Japanisch. Ich würde gerne demnächst noch Chinesisch lernen. Und vermutlich alle ohne Akzent, oder? Nur Deutsch, das hat meine Mutter durchgesetzt. Sie hat mich zweisprachig erzogen. Deine Mutter ist Deutsche? Ihr verdanke ich die Sprache. Und die beinahe glatten Haare. Was hast du gegen Locken? Gar nichts. Aber wenn ich zu Hause bin, muss ich jeden Morgen meinen Halbschwestern dabei helfen, ihre Locken zu glätten. Ach so, das bedeutet, dein Vater hat nochmal geheiratet. Bist du endlich mal durch mit deinem Fragenkatalog? Eine habe ich noch. Darf ich dir meinen Lieblingsplatz zeigen? Sehr gern. Schöner Vortrag. Hat mir gut gefallen. Danke. Mir hat's auch Spaß gemacht. Könnte ich die Bilder vielleicht nochmal sehen? In einer Privataudienz sozusagen. Ich glaube, ich habe tatsächlich Feuer gefangen. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber ich glaube, das wäre nicht im Sinne Ihres Besitzers. Ich bringe die Bilder im Auftrag eines Sammlers nach Marrakesch. Verstehe. Dann verraten Sie bitte auf wenigstens den Namen des Sammlers. Ich glaube nicht, dass der Ihnen etwas sagt wird. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, Marrakesch auf eigene Faust zu erkunden. Dazu werde ich vermutlich gar nicht kommen. Schade. Dann geht Ihnen was. Schönen Abend. Danke. Wie ging es dann weiter? Mit deinem Vater und seiner zweiten Ehe? Jetzt wirst du es aber genau wissen. Als meine Eltern sich in Berlin ineinander verliebt haben, war er schon verheiratet in Afrika. Meine Mutter wusste nichts davon. Und dann war es zu spät, da liebte sie ihn schon. Und schwanger war sie ganz nebenbei auch. Nach meiner Geburt sind wir dann nach Afrika, weil sie wollte, dass ich in der Kultur meines Vaters groß werde. Und dann ist deine Frau gestorben und meine Eltern haben geheiratet. Und du hast eine ganze Horde von Halbgeschwistern bekommen. 8. Wow. Und du? Das erzähle ich dir alles, wenn wir zusammen Marrakesch anschauen. Nichts lieber als das. Aber? Ich bin mit meinem Vater verabredet und fliege direkt mit ihm weiter nach Hause. Dann bleiben uns also nur noch diese paar Stunden? Verehrte Prinzessin Lilani, Ihr Vater, seine Hoheit Ndiaye, lässt Ihnen mitteilen, dass sich seine Ankunft um 2 Tage verschiebt. Dann den Schläger genau in die Mitte und dann wie auf einer Schiene ausholen und nach vorne führen. Psst, Lennart! Kannst du mal kurz kommen? Es dauert nur eine Sekunde. Tut mir leid. Was ist denn? Wir können uns doch Marrakesch zusammen ansehen. Ich kann 2 Tage länger bleiben. Hi, Ken. Alles klar? Ja, klar. Irgendwie ist mir da unheimlich. Ach was, der schiebt nur Frust. Weswegen? Pff, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Ich glaube, der wurde schon so geboren. Passiert hier noch mal was? Oder soll ich ein Bier trinken gehen? Ich hab den total vergessen. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis später. Machen wir weiter. So.
Denk an deine Laktoseintoleranz. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Wegen gestern Abend. Ich glaube, ich habe dich ein bisschen überrumpelt. Tja. Also überrumpelt ist ein bisschen untertrieben. Außerdem, der Platz ist reserviert. Und meine Intoleranzen gehen dich eigentlich nichts an. Du hast als Baby schon keine Milchprodukte vertragen. Und ich sehe hier niemanden. Ja, der kommt schon noch. Ah ja, wer denn? Er ist doch wurscht, wer. Das geht doch dich nichts an. Was ist eigentlich so schrecklich an der Vorstellung, noch ein einziges Mal mit mir gemeinsam auf der Bühne zu stehen? Ich hab das am Telefon schon gesagt. Ich mach mich kein zweites Mal zum Affen. Basta. Die Leute haben uns geliebt. Selbst die Hoteldirektorin, das hat sie mir selber gesagt. Du konntest doch noch nie unterscheiden, wann die Leute nur nett sein wollen oder dir die Wahrheit sagen. Hanna möchte sogar ein Autogramm. Und durch Zufall habe ich noch ein paar alte von mir und dir gefunden. Haben wir gut ausschaut. Mhm. Ist das nicht toll? Ja, ich gehe sowieso in Marokko von Bord. Für immer? Nein, ich habe doch hier noch einen Job zu erledigen. Ich habe keinen Mann zu Hause, der für mich sorgt. Dirk hat mich verlassen. Ich mache einen Trip durch die Westsahara. Gut, ich komme mit. Du kommst überhaupt nicht mit. Okay, okay, beruhig dich. Denk dran, du kriegst sonst immer so hässliche rote Flecken im Gesicht. Die kriege ich schon lange nicht mehr. Na, das ist doch mal eine richtig gute Nachricht. Und was ist jetzt mit unserem Auftritt? Kapier's doch endlich. Rosi und Rolf sind tot. Rest in peace. Na schön. Aber morgen ist schließlich auch noch ein Tag. Entschuldigen Sie bitte, kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich wohl verlaufen. Ich suche meine Kabine, Deck 7, Promenadendeck. Hier lang bitte. Mhm. Ja, das, wo wir lachen, das finde ich sehr hübsch. Ja, sehr hübsch. Gibt es das auch als Kühlschrankmagneten? Ja, gibt es. Und das ganze Set gibt es von mir, wie gesagt, fast geschenkt. Und die Gäste waren ja sichtlich begeistert. Und hat es Ihnen auch gefallen? Ja, hat man es nicht gemerkt. Ich werde mich bei der Direktion dafür einsetzen, dass Sie uns bald wieder beehren. Ach, das wäre schön. Finden Sie durch die Führung durch den Maschinenraum statt? So kurz vor dem Anlegen? Eher nicht. Da habe ich das wohl verwechselt. Und Sie verlassen uns wirklich heute? Es war nett, Sie kennenzulernen. Haben Sie eine schöne Weiterreise. Danke. Keine letzte Chance auf eine Privatvorführung? Nein. Alles Gute. Danke, Ihnen auch. Ich freue mich auf Marokko. Ich war noch nie dort. Du? Immer nur ganz kurz. Am besten kenne ich den Flughafen. Hallo, ihr beiden. Na? Vermisst du nichts? Mein Handy. Simsalabim. Danke, wo hast du das denn gefunden? Lag auf der Treppe. Und woher wusstest du, dass es Lilani gehört? Die Oberfläche war noch nicht gesperrt. Ja, sie muss es wohl gerade eben erst verloren haben. Keine Angst. Ich habe eure Liebesschwüre nicht gehackt. Was haltet ihr davon? Wir machen eine Fotostory. Junges Glück erkundet Marrakesch. Keine Fotos. Von mir nicht und schon gar nicht von uns beiden. Ich gehe packen und zieh mich um. Vielleicht verheimlicht sie dir ja was. Ein Mann und drei Kinder? Es gibt halt Menschen, die werden nicht gerne fotografiert, das ist alles. Gehst nicht an Land? Nee, ich muss noch die Passagierfotos bearbeiten. Ach, und ich's vergesse. Ich krieg noch 8,25 Euro von dir. Für das Foto.
Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Vielen Dank für alles. Mach es gut. Tschüss. Mach doch nicht solche Gesichter. Ich bringe euch auch was Schönes mit. Souvenirs aus Ländern, denen man nicht selber war, bringen Unglück. Gut, da keine Souvenirs. Aber sagt dem Käpt'n Bescheid, ich warte auf ihn in der Halle. Auf den Kapitän? Ja, geh mit dem Snowboard. In der Wüste? Nichts verraten. Was hat der, was ich nicht habe? Meine Damen und Herren, jetzt tauchen wir ein in die Vielfalt Marokkos. Wussten Sie, dass Dromedare, die Wüstenschiffe der Nomaden, 4 Wochen ohne einen Tropfen Wasser überleben, dann aber in 15 Minuten 200 Liter tanken können? Nach wie vor werden per Kamel Gewürze und Waren jeder Art quer durch die Wüste und über den hohen Atlas bis in das faszinierende Marrakesch transportiert, wo sie auf dem Gauklerplatz und in dem anliegenden Souk feilgeboten oder in Form einer leckeren Tagine verzehrt werden. Also dann, genießen Sie Marokko mit allen Sinnen. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Fabien, attention, s'il vous plaît. Diese Bilder bitte noch nicht auspacken, danke. Monsieur Soler lässt sich entschuldigen. Er verspätet sich um voraussichtlich 2 Stunden. Möchten Sie sich ein bisschen ausruhen? Wir haben ein sehr schönes Gäste-Apartment. Vielen Dank. Ich glaube, ich nutze die Zeit und gehe ein bisschen in die Stadt. Dann begleitet Sie gern einer unserer Herren. Nein, nein. Ich reise ganz viel alleine. Ich weiß mich zu verhalten. Ach! Passen Sie bitte gut auf. Monsieur Maroon! Ja? Das bin ich! Live und in Farbe! Bonjour! Jetzt kann's losgehen! Überraschung! Aua! Are you okay? Ja, ja. Zu Land, zu Wasser, zur Luft. Den Pilotenschein haben Sie auch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde Ihnen gerne noch einen ganz besonderen Ort zeigen. Ja, gern, okay. Hat sich doch gelohnt, der kleine Umweg. Das ist wirklich überwältigend.
Mein Gott, ist das wunderschön. Für mich einer der schönsten Orte in der Sahara. Ich wusste gar nicht, dass Sie Marokko so gut kennen. Jedermann sollte stets ein kleines Geheimnis auf Lager haben. Bitte, bitte nicht. Abergläubisch. Schlimm? Nee, natürlich nicht. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Früher warst du nicht so ein Tollpatsch. Früher hatten wir auch noch einen Kaiser. Ich habe den Jeep für mich alleine gebucht. Da kannst ja von Glück reden, dass ich auf dich gewartet habe, sonst würdest du jetzt laufen. Das ist mein Jeep. Ach, immer diese Besitzansprüche. Mein, dein. Das wird doch völlig überbewertet. Versuch's mal mit unser. Das aus deinem Munde? Ich habe dir immer von meinen Gummibärchen abgegeben. Divide et impera. Teile und herrsche. Du hattest kein Latein. Ich war der Lateiner. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche Gummibärchen aufzuteilen, sondern eine zu beherrschende Gruppe mit einander widerstrebenden Interessen aufzusplitten. Ich habe absichtlich eine Singletour gebucht, weil ich alleine sein wollte. Wenn du die Leere der Wüste liebst, schau in dein Herz. Das ist aber nicht auf deinem Mist gewachsen, oder? Nein, das ist ein Spruch der Nuba. Passt einfach immer. Safran. Um 100 Gramm dieses Gewürzes zu halten, werden zwischen 15.000 und 20.000 Safranblüten benötigt. Und das kostet ein Vermögen. Und wird gerne gefälscht. Excusez-moi? Mensch. Ça, c'est du Safran. Aber c'est pistil de Delhiouine. Und das ist der ultimative Test. Wenn's echt ist, wird's gelb. Vorne dann bitte anhalten, gell?
Was? Da soll ich übernachten? Wir haben da früher einen ganz anderen Abstieg kapiert. Ich stehe aber nicht auf Skorpionen, auch nicht auf Wanzen. Ein paar Kilometer weiter vorn ist ein schönes Hotel. Da passt ein wohlgeformter Luxuskörper besser rein. Jeder hat seine Grenzen und das hier ist meine. Rufst du mich an? Hab kein Telefon. So schnell wirst du mich aber nicht los. Verschwendest nur deine Zeit. Wenn ich von allem so viel hätte. Fahren wir. Hoppla. Alles okay? Ich habe mich total verlaufen. Das passiert ja gern mal. Auf den Schreck trinken wir erst mal ein. Was machen Sie hier? So fürsorglich kenne ich Sie gar nicht. Sie kennen mich überhaupt nicht. Und der erste Eindruck täuscht bekanntlich. Ich habe einen ganz schönen Schreck bekommen. Stellen Sie sich vor, ich hätte die Bilder noch bei mir gehabt. Mit dem Riesenschinken wären Sie wohl kaum losgezogen. Fast hätte ich mein Lieblingsbild mitgenommen. Den kleinen Marot. Wo ist der jetzt? Im Palast von Monsieur Soleil. Ich muss los. Ich bringe Sie hin. Nein, nein, ich muss... Damit Sie sich noch mal verlaufen. Ich bringe Sie hin. Okay. Was ist eigentlich ein Riad? Riad bedeutet auf Arabisch Garten mit Bäumen und bezeichnet in Marokko ein traditionelles städtisches Wohnhaus mit begrüntem Innenhof. Viele sind inzwischen in teure Hotels umgewandelt worden. Voila. Sieht gar nicht wie ein Hotel aus. Wart mal ab, du wirst noch staunen. Innen sind die Riads wirklich wunderschön. Ich hatte vom Budget her eher an ein Hostel gedacht. Wirklich? Na dann. Ich sag's ja, ein Wüstenschiff ganz für mich alleine. Und der Lawrence of Arabia ist auch schon da. Salam alaikum. Alaikum, salam. Very good. Überraschung. Ist was passiert? Wie kommst du denn da drauf? Erst der Kopf, dann der Hintern, also eigentlich solltest du laufen. Das hier ist mein Kamel, das hab ich bezahlt. Aber du bist natürlich herzlich eingeladen. Wie gütig von dir. Mhm. Und was hast du mit den anderen Kamelen gemacht? Auch in die Wüste geschickt?
Du und deine Sprüche. Die haben mir wirklich gefehlt. Sag mal, wart ihr eigentlich glücklich, du und dein Dirk? Natürlich waren wir glücklich, also ich jedenfalls. Ob der Dirk glücklich war, da musst du ihn schon selber fragen. Ich kann's mir verkneifen. Aber wenn er wirklich so glücklich war, warum hat er dich dann verlassen? Doppelte Wespentaille und ein Hintern wie J-Lo. Noch Fragen? War das alles? Den meisten Männern reicht das. Ich meine, für dein Alter bist du eine sehr attraktive Frau. Ich meine, dazu bist du intelligent und ab und zu wirklich witzig, ja? Wow! Freu dich bloß nicht zu früh. Also ich meine, nur weil ich jetzt ein bisschen nett bin, unterschreibe ich noch lange keinen Schallplattenvertrag. Freu dich bloß nicht zu früh, spar dein Mitleid dir auf, sicher wartest du drauf, lalala. War das nicht von der Gitte? Ja. Aha. Madame Philippe, es ist mein Vergnügen. Bertrand Soler. Bonjour, Monsieur Soler. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Darf ich vorstellen, ein Bekannter, Piet Mansholt? Ich war so frei, ihn mitzunehmen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Kein Problem. Guten Tag, Monsieur Mansholt. Bonjour. Kommt. Darf ich fragen, ob Sie auch Sammler sind? Oh nein, Monsieur Mansholt ist Investmentbanker. Er hat mit Kunst nichts am Hut. Ja, für welche Bank arbeiten Sie? Ich kenne einige deutsche Aufsichtsräte gut. Es steht gerade ein Wechsel an, deshalb darf ich momentan nichts sagen. Dann drücke ich Ihnen beide Daumen, Madame Philippe. Ich bin sehr glücklich, dass die Exponate endlich angekommen sind. Ah, bevor ich es vergesse, wir müssen leider noch Papierkram erledigen. Oh. Es dauert nicht lang. Natürlich. Ich halte die Stellung. Geht's noch? Ja, ja. Vielleicht kommt es ja von dem Schlag auf den Kopf. Von welchem? Vom ersten oder vom zweiten? Sehr witzig. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um dich. Ganz was Neues. Ich bin einfach fix und fertig von dieser brutalen Hitze hier. Sag mal, kann ich mich nicht davon ein bisschen ausruhen? Hier in der Oase gibt's bestimmt einen Arzt. Ja, den hat man auch in die Wüste geschickt, oder? Hey, du hast ja Fieber. Vorhin fandest du das noch lustig, oder? Vorhin warst du ja auch noch gesund. Hätte mir nie gedacht, dass so ein Kamelritt so anstrengend ist. Gut, dann rufe ich jetzt Dr. Sander an. Was soll denn das schon wieder? Ich brauche keinen Dr. Sander. Ich bin nur nicht krank, nur ein bisschen außer Atem. Kann ich nicht einfach nur hier liegen und in Ruhe mein Leben aushauchen? Das täte ja so passen, hm? Und was wird dann aus unserem Auftritt? Hm? Du erinnerst mich an unseren alten Terrier. Also wenn der mal einen Knochen hatte, hat er auch nicht mehr so schnell losgelassen. Mein Gott. Unser Gunther. Ja, und damit die liebe Seele Ruhe hat, bring mir doch bitte so einen Tee oder Wasser. Gut. Und danach, da fahren wir dann in meine Lodge. Die haben einen wunderbaren Swimmingpool. Da kannst du dann deinen alabasterfarbenen Revue-Körper drin baden. Hm? In den Alpen macht sowas ja Sinn, damit man sich aufwärmt. Aber hier? Ich finde das echt Schwachsinn. Bei der Hitze. Vorhin fanden Sie meine Idee aber noch ganz gut. Ich dachte, Sie meinten eine Halle mit künstlichem Schnee, so wie in Dubai. Captain, wir sind hier in Marokko und das ist die Wüste. Ich freue mich so sehr, wieder aufs Brett zu kommen. Ja, kannst auch kaum erwarten. Ja? Ja.
dann. Ha, auf ins Vergnügen. Ha? Ich muss Ihnen noch was sagen. Gern. Ich bin Skifahrer. Frau Liebhals! Frau Liebhals? Alles okay? Ja, ja. Der Sand ist trocken und warm. Wollten Sie mir nicht noch irgendwas sagen? Nee, nee. Hat sich erledigt. Findest du die? Wirklich schön, aber bitte nicht. Ich habe genug Schmuck. Aber ich will dir was schenken, was dich an unsere Zeit hier erinnert. Ich weiß was. You like? More? Wie lange hält das eigentlich? Das ist kein Tattoo, aber so ein Henna hält eine ganze Weile. Kommst du? Merci beaucoup. Merci. Beeindruckend. Wie hat Dirk immer so schön gesagt, es gibt ein schlechteres Leben, aber es taugt nichts. Wie kann man sowas nicht leisten? Weil wir Spieler, nicht der Rockefeller. Ich lade dich ein auf mein Bett. Das kommt gar nicht in Frage. Weichei. Dann gehe ich halt auf die Couch. Ach. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Es gibt Schlimmeres, oder? Sag mal, warum willst du eigentlich unbedingt bei diesem Schlagerfestival mitmachen? Brauchst du Geld? Von wegen. Ich habe Dirk sein Busenwunder teuer bezahlen lassen. Ja, aber um was geht es dann? Erklär's mir. Meine Kinder sind erwachsen. Und ich habe keine Enkelkinder. Aber mir fehlt die Bühne, das Rampenlicht, die Nervosität vor dem ersten Set. Also mein Therapeut würde jetzt sagen, dir hat als Kind die elterliche Anerkennung gefehlt. Du hast einen Therapeuten? Also einer hat da nicht gereicht. Haben sie dir geholfen? Ja, was? Irgendwann haben mich die Themen gelangweilt. Weißt du, und dann war Schluss. War ich auch ein Thema? Du? Mein lieber Freund, also du hast mich ein Vermögen gekostet. Ich fühle mich geehrt. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich bin wirklich gerne durch die Schützenzelte getingelt. Na ja, Turnhallen, Kaufhäuser. Nicht zu vergessen Hochzeiten und runde Geburtstage. Nach der goldenen Schallplatte war der Spaß schlagartig vorbei. Weil ich schwanger war. Das verzeihst du mir wohl nie. Die Schwangerschaft war nicht der Grund, und das weißt du genau. Also ich würde jetzt gern auf dein Angebot zurückkommen, mich ein bisschen healing. In dein schönes Bettchen. Jetzt schon. Naja, also die Wüste hat mich total ausgenockt. Aber es war ein wunderbarer Tag da. Vielen Dank. Ja. Immerhin ein Anfang. Was für eine Stadt. Toll.
Du, Lennart, ich musste was sagen. Ich bin noch Jungfrau. Jungfrau? Echt? Ja. Und ich möchte es auch bleiben. Für immer? Nein, natürlich nicht. Ah. Aber ganz bestimmt, bis ich heirate. Oh, okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, aber warum eigentlich nicht? Oh, nein, so habe ich das nicht gemeint. Hallo, Papa? Oui, je suis prête. À demain. Merci. Das war mein Vater. Haben wir jetzt ein Problem? Sex ist überbewertet. Ich stehe eh mehr auf Kuscheln. Wirklich? Mhm. Hauptsache, wir zwei sind zusammen. Von welchem Bild trennen Sie sich am schwersten? Von meinem kleinen Marron. Es gehört Ihnen. Das kann ich unmöglich annehmen. Das aber natürlich können Sie das. Deklarieren Sie es als Prämie oder was Sie wollen. In jedem Fall gehört es Ihnen. Und danke für Ihre gute Arbeit. Was ist das? Lieber Lennart, ich habe dir nicht die ganze Wahrheit gesagt.
bin keine normale afrikanische Studentin. Ich bin eine Prinzessin. Prinzessin. Ich habe meinem Vater mein Wort gegeben, dass ich nach Beendigung meines Studiums meine Repräsentationspflichten im Fürstenhof wieder wahrnehme. Und heute findet ein Empfang zu seinen Ehren statt. Das kann ich ja alles verstehen, aber warum die Heimlichtuerei? Es ist immer noch sehr ungewöhnlich, dass eine afrikanische Prinzessin überhaupt studieren darf. Nicht alle Minister sind so fortschrittlich wie mein Vater. Wenn an die Öffentlichkeit käme, wie frei ich mich im Ausland bewege, könnte das richtig Ärger für unsere Familie bedeuten. Warum hast du dich mir nicht anvertraut? Und dann willst du dich auch noch klammheimlich davon machen? Ich hatte Angst, dass ich nicht gehen kann, wenn ich dir dabei ins Auge sehe. Dass ich dich bitte, mich mitzunehmen. Ich habe es meinen Eltern versprochen und das Versprechen halte ich. Was wird aus uns? Bonjour, Papa. Bonjour, ma fille. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tu m'as manqué beaucoup. Ça va? Très bien. Bien arrivé? Oui. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Rien. D'accord. Shukran für alles. Bonjour, monsieur. Bonjour. Überraschung. Schiffen, es ist wirklich alles in Ordnung. Ja, ja, natürlich vermissen wir Sie. Herr Schifferle, ich muss jetzt Schluss machen. Ja, ja, bis ganz bald. Ja, bis ganz bald und ich grüße auch jeden. Wie jedes Mal. Kommen Sie jetzt doch mit uns weiter? Nein, aber wissen Sie, wo ich Martin Grimm finde? Ich habe ein Riesenproblem. Ja, auf der Brücke. Was ist denn passiert? Ich muss schnell in den Klimaraum. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Hallo, marhaba. Hey, tamam, Sidi. Check the bab. Mahmoud, Mahmoud. Oom, check the bab. Walhaqni, yalla. Dispersé sur le territoire. Y'a quelqu'un qui est en train. Et d'aller à compter aujourd'hui, après avoir vécu 3 ans si longtemps. Nous
espérons que nous aurions dans un futur proche l'occasion de vous rendre cette hospitalité dans notre pays. Merci. Sie haben geglaubt, dass das Original noch hier ist. Ich weiß, fühle ich irrational. Und es war ganz bestimmt das Original, das mit an Bord gekommen ist, nicht schon die Fälschung. Ich hätte es sofort gemerkt. So wie ich sofort wusste, dass es eine Fälschung ist. Eine hervorragende Fälschung, ein richtiges Meisterwerk, aber eine Fälschung. Wer hätte denn die Möglichkeit gehabt, die Bilder zu vertauschen? Es kann nur einer sein, Wittmannshold. Er hat mir in Marrakesch geholfen, als ich mich mit da verlaufen habe. Zum Dank habe ich ihn in den Palast des Sammlers mitgenommen. Das war er. Ich muss zur Polizei. Und was wollen Sie der Polizei sagen? Dass sie verhaften soll. Das ist ein Fälscher, ein Millionendieb. Wofür Sie keinerlei Beweise haben. Sie haben die einzige Chance, ihn zu überführen, wenn Sie weiter mit uns mitfahren. Ich hätte noch eine Kabine frei auf dem Promenadendeck. Und Herr Mansholt hat die Weltreise gebucht. Nathalie, kannst du mir bitte den Schlüssel für Kabine 742 fertig machen? Ja, gerne. Dann hole ich noch schnell mein Gepäck aus der Limousine. Nein, nein, nein. Um Ihr Gepäck kümmern wir uns. So, gehen Sie rasch auf Ihre Kabine. Danke. So, bitte. Ha, oh. Ui. Was ist denn mit dir los? Ich habe einen so höllischen Muskelkater. Ich war ja schon seit Monaten nicht mehr snowboarden in den Bergen, geschweige denn auf solchen Sanddünen. Ich wusste schon, warum ich da nie mitfahre. Und der Captain, wie hat der sich geschlagen? Super. Du, zuerst dachte ich, der will sich drücken. Aber dann ist er die Düne runtergesaust wie ein Großer, um mich zu retten. Da gibt's immer irgendetwas, was der nicht kann. Keine Ahnung. Aber ich glaube, sein Muskelkater ist noch größer als meiner. Hoffentlich rennt sie ihm nicht direkt in die Arme. Zumindest wissen wir jetzt, dass er definitiv wieder zurück an Bord ist. So. Vielen Dank. Bringen Sie mir bitte einen Kaffee. Gerne. Hey, Rolf. Schon wieder zurück. Keine Sekunde zu früh. Wie war die Wüste? In jeder Hinsicht eine Herausforderung. Aha. Rosi. Ich dachte, du wolltest alleine los. Was ich will und wollte, das interessiert Rosi nicht. Wo ich gehe und stehe, sie ist schon da. Ja, und will mich unbedingt zu diesem Auftritt überreden. Als Hase und Igel? Nein, als Rosi und Rolf. Hast du dich schon entschieden? Okay. Nur über meine Leiche. Obwohl, weißt du, unter den Umständen könnte ja Herz im Wind es noch mal in die Chart schaffen. Also Rolf, entschuldige bitte, dass ich dich das jetzt so direkt frage, aber könnte es sein, dass du damals in Rosi schwer verliebt warst? Okay, wo denkst denn du hin? Und sie vielleicht immer noch liebst? Rolf, du bist total auf dem Holzweg. Die Rose ist meine Schwester. Du hast eine Schwester? Auf Rosi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zurück an Bord und hoffe, Sie hatten eine fantastische Zeit in Marokko. Wir steuern auf direkten Kurs Richtung Südafrika, unterbrochen durch die eine oder andere Insel, die ich Ihnen rechtzeitig ankündigen werde. Ansonsten freut sich unsere Küchentruppe darauf, Sie heute Abend mit einem marokkanischen Buffet zu verwöhnen, dass Sie zumindest lukullisch den Aufenthalt in diesem herrlichen Land noch ein bisschen verlängern lässt. Was stehen Sie hier draußen wie auf dem Präsentierteller?
Ich kann nicht glauben, dass er die Chuzpe hat, wieder zurück an Bord zu kehren. Das macht ihn in seinen Augen unverdächtig. Sie sollten besser in Deckung bleiben, damit er sich weiter in Sicherheit wiegt. Können Sie nicht ganz offiziell seine Kabine durchsuchen lassen? Und dazu bräuchten wir mehr als Vermutungen und Unterstellungen. Aber ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Es gibt tatsächlich in Regensburg einen Galeristen namens Pitt Mansfeld. Der ist aber vor 2 Jahren pleite gegangen. Rosi? Rolf. Hallo, Rosi. Rosi. Wie Rosi und Rolf. Aber Rolf war ganz bestimmt nicht die bessere Hälfte von uns beiden. Das war nämlich ich. Erinnern Sie mich bitte an die Autogramme. Ich habe auch schon welche unterschrieben. Ja, mag ich. Danke. Wie war denn die Wüste? Wüst. Und es gibt definitiv zu wenig Kamele. Ah ja. Ja, man muss sich welche teilen und dann wird man krank. Rosi, mit Ihnen stimmt doch was nicht. Hm? Sie sind ja ganz heiß. Du bist so heiß wie ein Vulkan. La, 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 la. Vielleicht verbrenne ich mich daran. La, la, la. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba. Sie ist mal zum Dr. Sander. Hm? Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Wunderbar, das lassen wir uns gleich von Ihnen bestätigen. Der Fürstenhof geht davon aus, dass sich Prinzessin Lilani aus einer Reihe Heiratskandidaten, die ihr Vater in ihrer Absicht zusammengestellt hat, den richtigen raussuchen wird. Man darf also in Kürze mit einer royalen Hochzeit rechnen. Na, das ist ja wundervoll. Mann, Alter, wach auf! Die hat dich nach Strich und Faden ausgenutzt. Ja, hat's nochmal so richtig krachen lassen. Aber ich hab da schon so eine Idee, wie du es ihr heimzahlen kannst. Und nebenbei machen wir auch noch einen Bombenschnitt. Pass auf. Guck dir das an. Jetzt guck schon hin. Ne? Keine Fotos von Nilani. Und schon gar kein schmieriger Text dazu. Mann, bist du blöd? Die Schnecke ist weg. Für immer. Wag es nicht. Aufhören! Alle beide! Seid ihr bescheuert? Mitkommen! Ein derartiges Verhalten führt normalerweise zur fristlosen Kündigung. Ich habe ihm nur ein paar Fotos gezeigt. Da ist er auf mich los wie ein Irrer. Du wolltest Lilani der Boulevardpresse zum Fraß vorwerfen. Etwas genauer, bitte. Er hat uns heimlich fotografiert in Marrakesch mit seinem privaten Handy. Ja, ich bin Fotograf, okay? Ich lebe davon, Menschen zu fotografieren. Sie hat es dir aber ausdrücklich untersagt. Prinzessin Lilani hat explizit darum gebeten, ihr Inkognito zu wahren. Und ihr Handy hast du demnach auch gehackt. Sonst hättest du ja nicht gewusst, dass sie eine echte Prinzessin ist. Von irgendeinem Bimbo-Staat. Mit rassistischen Randbemerkungen spaßen wir hier an Bord nicht. Ist das klar? Wissen Sie was, im nächsten Hafen bin ich weg. Bitte. Bin ich jetzt gefeuert? Ach, was. Aber diesen Stinkstiefel, den sind wir Gott sei Dank los. Ken darf auf keinen Fall diese Fotos an die Presse weitergeben. Lilani kommt sonst in Teufelsküche. Er muss heute Abend für Schifferle das Showensemble in der Atlantic Lounge fotografieren. Danke für Verständnis, Captain. An die Arbeit. Und warum sollte niemand wissen, dass Sie beide Geschwister sind? Weil Dirk, mein Mann, also mein Ex-Mann, der war ja auch unser Manager und der fand es einfach besser, wenn unsere Fans glauben, dass wir ein Liebespaar sind. Sowas wie Cindy und Bert. Die sind auch Geschwister? Och, das will ich doch nicht hoffen.
90 zu 60. Hm. Ein Wunder, dass sie morgens überhaupt noch aus dem Bett kommen. Hm. Er wird immer mein kleiner Bruder bleiben. Und sie immer die große Schwester. Er hat Ihnen zuliebe Schlager gemacht, oder? Ja. Und dann haben wir ihn zum Dank dafür als Gehörnten dastehen lassen, weil alle Welt gedacht hat, ich habe ihn wegen Dirk verlassen. Und warum haben Sie sich nicht spätestens da als Bruder und Schwester geoutet? Weil Dirk auch noch dachte, dass ich direkt von dem Kreißsaal auf die Bühne springe. Aber da hat er sich getäuscht in der kleinen Rosi. Weil die fand es nämlich plötzlich ganz, ganz schön, Mutter zu sein. Oh. Zweimal hat er sich den Kopf gestoßen. Und einmal ist er vom Kamel gefallen. Und dann war ihm so schwindelig, dass ich ihn gleich ins Bett gebracht habe. Wen, Rolf? Frau Hager, ich werde Ihnen das Blut abnehmen. Oh nein. Setzen Sie mal bitte aufrecht hin. Oh. Und Rolf auch. Es kann nämlich sein, dass Sie sich beide an Land eine 24-Stunden-Grippe eingefangen haben. Das ist doch Quatsch. Gibt's sowas überhaupt? Ja, medizinisch ist diese Art von Grippe schwer erklärbar. Man vermutet, dass Viren die Auslöser sind, aber in so geringer Menge im Körper vorhanden, dass sie überhaupt nicht... Frau, bleiben Sie bei mir, Rosi. Oh, Frage? Ich will einfach nur hier liegen. Konzentration, ja? Schön aufrichtig, ja. So ist es gut, so ist es schön. Doreen, Sophie, einmal die Position tauschen, bitte. Kinder, ihr seid fabelhaft. Ihr seht super aus. Oskar Schifferle lässt euch schön grüßen. Und weil ihr so brav seid, spendiert ihr euch 2 Flaschen Champagner aus. Gut, was macht ihr? Nach dem Fotoshoot. Alles ist gut. Niki, ja, sehr aber schön. Aber Ken, ich brauche dringend ein Handy von der Gruppe, die sich zu groß los. Genau, und top. Genau, die Schulter ein bisschen vor, Doreen. Rechte Schulter, die rechte Schulter. Sehr schön, sehr schön. Oh, ja. Morgen. Morgen. Das wäre ein herrlicher Tag, ne? Könnte nicht besser sein. Wenn Sie wollen, könnten wir die Besichtigung des Maschinenraumes nachholen. Jetzt? Sofort? Ja, nur wenn Sie Lust haben. Meinetwegen. Wir können losgehen. Gut. Wir müssen runter auf Deck 3. Ich denke, eine knappe Stunde sollte genügen, um sich einen ganz guten Überblick zu verschaffen. Wir sollten mit der Besichtigung anfangen. Sonst lohnt es sich kaum noch. Komme. Psychologen vermuten, dass ganz normaler Stress, hervorgerufen durch psychische Belastung und Überforderung, so eine 24-Stunden-Symptomatik hervorrufen kann. Ich habe keinen Stress. Bist du psychisch überfordert? Also nach läppischen 48 Stunden mit dir, also wie kommst du denn da drauf? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Ich will einfach nur liegen. Ich auch. Mit anderen Worten, ich soll euch in Ruhe lassen. Naja, der Tropf ist in 2 Stunden durch, dann seid ihr erlöst. Ich wünsche euch gute Besserung. Jetzt wäre etwas Musik sehr schön. Ich steig aufs Motorrad, es ruft der Asphalt.
der Sonne entgegen, es gibt keinen Halt. Da stehst du am Stadtrand, den Daumen gereckt, die Haare so blond, hab ich dich entdeckt. Ich steh an der Straße, will einfach nur weg. So geht das nicht weiter, hat alles keinen Zweck. Ein Tag wie der andere, mich zieht's in die Welt. Hey, warte, da bremst du, mein rockiger Held. Herz im Wind, Federlein, Sonne, Luft und Liebe auf all unseren Wegen. Herz im Wind, Federlein, Sonne, Luft und Liebe. Dem Leben entgegen. Erst die Besichtigung und jetzt noch eine Privataudienz beim Kapitän. Das muss man erst mal nachmachen. Allerdings. Herein. Guten Morgen. Guten Morgen, Clara. Keine gute Idee. Um an Land zu schwimmen, sind wir noch ein bisschen zu weit weg von der Küste. Es handelt sich um eine Wette. Ein Freund von mir, ein begnadeter Maler, hat mit mir gewettet, dass seine Fälschung selbst vor den Augen einer Kunstexpertin bestehen wird. Der begnadete Maler sind Sie selbst. Ich habe die Staffelei bei Ihnen gefunden. Was hatten Sie denn mit dem Original vor? Verkaufen hätten Sie es doch nicht können, oder? Doch. Auf dem Schwarzmarkt allemal. Ich wollte es nicht verkaufen. Niemals. Ich wollte es einfach nur besitzen. Mich in seiner Leuchtkraft erfreuen. Ich übergebe es im nächsten Hafen den zuständigen Behörden. Bis dahin stelle ich Sie unter Arrest. Staff, Captain. Clara, ich weiß, dass Sie mich verstehen. Ich liebe und verehre Edouard Marot genauso, wie Sie es tun. Bitte gehen Sie jetzt. Auf geht's. Ich erstatte Anzeige. Lennart, der Spacken, hat mein Handy versenkt. Alle Fotos futsch. Beweise? Ich habe ihn gesehen. Zeugen? Er hat ein Motiv. Das reicht nicht. Sie stecken noch alle unter einer Decke. Aber das wird noch Folgen haben. Das verspreche ich Ihnen. Hier ist was los. Ja. Ja, Pagger? Aha. Das geht in Ordnung. Es kommt noch ein Passagier an Bord. Guten Abend, Lennart. Es ist mir sehr unangenehm, aber ich habe mein Walkie-Talkie vorne auf Deck 7, ganz vorne bei der Bank vergessen. Würdest du mir es holen? Ja, natürlich, mache ich. Kein Problem. Ist dein Schatz. Ich muss nämlich los. Okay. Entschuldigung, kann man bei Ihnen eine Privatstunde buchen?
Was machst du denn hier? Na, was wohl? Hanna gibt dir 3 Tage frei, damit du meinen Papa kennenlernen kannst. Ich meine, das, was das schwedische Königshaus kann, können wir schon lange. Und jetzt könntest du mich endlich mal küssen. Ich habe schon lange das böse Wort nicht mehr gehört. Schlagerfestival. Das habe ich komplett aus meinem Vokabular gestrichen. Aha, auf einmal. Rest in peace. Hauptsache ist doch, dass wir beide uns wieder gut sind. Und bei nächstbester Gelegenheit sagen wir der ganzen Welt, dass wir Geschwister sind. Okay. Okay, was? Ich bin dabei. Aber nur das eine Mal, gell? Du bist doch ein verdammter Hund. Hey, nicht so laut. Ich liebe dich. Ah ja, ich habe noch eine Überraschung für euch. Bitte. Ich soll euch ganz herzlich... Bitte nein, nicht schon wieder. Ich fühle mich definitiv übergrüßt. Von Oskar Schifferle grüßen. Bitte, das ist eine Sprachnachricht. Ganz liebe Grüße, ich wünsche euch einen herrlichen Abend. Euer Oskar Schifferle, Ende. Das war's? Also ein bisschen mehr Mühe hat er sich schon geben können, oder? Schifferle ist eben kein Mann großer Worte. Herr Güte, euch kann man es aber wirklich nie recht machen. Meine Damen und Herren, war das nicht ein Traum? Was für eine Reise mit allen Höhen und Tiefen. Und damit meine ich nicht nur die Rücken der Kamele und den hohen Atlas. Ein Herz fand eine Krone und glaubte die Liebste schon verloren. Doch dann kam doch alles ganz anders. Aber nicht nur eine junge Liebe, auch ein alter Meister schien schon auf ewig verloren. Doch kommt Zeit. Kommt Rat. Denn as time goes by, wird nicht nur in Casablanca am Ende alles gut. Darauf erhebe ich mit Ihnen mein Glas. Zum Wohle. Zum Wohle. Bravo.